Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht so halb weiter mit The Sims 2, denn wir müssen natürlich noch das Haus umbauen und da beginnt jetzt gerade das Speedbuild, denn ja, wir sind jetzt umgezogen in ein vernünftiges Haus und da muss ich noch ein bisschen was erneuern und hübsch machen, denn das war so nicht, wie wir uns das gewünscht hatten unbedingt. Also es ist gut genug auf jeden Fall für den Moment. Jedoch wünschen wir uns ja irgendwann ein Kind zu bekommen und da wollte ich natürlich auch einen Raum anbauen. Im Laufe des Videos werdet ihr 2 oder 3 Mal Absturz erleben von dem Bauen. Das heißt, also mein Sims 2 ist gecrashed. Das heißt, ihr erlebt vielleicht manche Sachen mehrfach. Aber ich dachte, falls ihr selber auch solche Probleme habt, dann fühlt ihr euch vielleicht gut, wenn ich ähnliche Probleme habe. Also ich fühle mich immer gut, wenn andere auch zeigen, dass sie Probleme haben mit sowas, weil man kennt das ja ganz oft. Übrigens ersetzt das den Part am Samstag. Also Samstag würde dann die 100-Baby-Challenge kommen. Das hier ist quasi jetzt ein Part, weil ich fände es doof, wenn zweimal die Woche dann Sims 2 kommen würde. Ich habe einfach das irgendwie vorher ein bisschen vercheckt, dass ich das noch hätte machen sollen. Deswegen kommt das jetzt anstelle von eins Sims 2 Parts, aber ich tue es dann einfach in die Playlist und dann wird das schon in Ordnung sein. Außerdem bin ich mental noch nicht ganz bereit für die Hochzeit, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich habe auf jeden Fall so halb herausgefunden, warum mein Spiel denn jedes Mal gecrashed ist, weil es ist immer gecrashed, wenn ich auf die Sitzmöglichkeit gedrückt habe. Online findet man dazu aber nur, dass das daran liegen muss, dass ja, irgendwie angeblich CC oder so wäre, der kaputt ist, was aber nicht sein kann, weil ich habe ja gar kein CC im Spiel. Das war ein bisschen blöd. Das, weil ich wollte ja einfach nur diesen neuen, also den Stuhl erweitern, weil wir können nicht nur mit einem Stuhl leben. Das ist nicht möglich, wirklich nicht. Dafür, ja, also wir leben zu zweit, wir wollen auch mal zusammen essen, wir wollen dann auch ein Kind haben. Ja, ich habe es dann ja nochmal versucht, wie gesagt, hier, aber es funktioniert einfach nicht. Also deswegen haben wir auch am Ende richtig hässliche Stühle, auf die ich gar keinen Bock habe, aber es funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Deswegen, ja, haben wir halt einfach hässliche Stühle. Schade. Wir werden schon damit klarkommen, bestimmt. Manchmal, da passen die Sachen halt auch einfach immer, auch im echten Leben, nicht so hundertprozentig zueinander. Ich hatte dann übrigens auch nicht mehr so viel Bock, irgendwie noch großartig was zu ändern. Deswegen, ja, habe ich dann einfach geschaut, dass wir das irgendwie anders regeln können oder so. Und dass, ja, dass ich halt auch einfach dann nicht mehr so viel da hinzu gemacht habe, sondern einfach nur so, dass es ausreicht, dass wir halt dann spielen können vernünftig und sowas, ja. Keine Ahnung. Also man sieht auch, dass irgendein Item kaputt ist. Vielleicht ist es auch der Store-Coin, der kaputt ist. Dann muss ich den vielleicht doch nochmal teilweise rausnehmen. Aber I don't know. Ich werde jetzt auf jeden Fall das erstmal so lassen. Vielleicht finde ich den Fehler ja noch irgendwie. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Weil eigentlich, wir würden uns natürlich wünschen, dass wir irgendwie Stühle finden oder so, die jetzt dann irgendwie in irgendeiner Form dazu passen. Aber es ist halt schon schwierig, bin ich ehrlich. Ja. Ja. Also ich habe es aber, wie gesagt, möchte ich das trotzdem hochladen, einfach nur für den Fall, dass jemand anders auch solche Probleme hat, weil dann, ich möchte manchmal auch einfach kommunizieren, dass es mir nicht gut geht. Ja? Nein, dass das es auch anderen so gehen kann, ne? Also, ich kenne das ja. Also wenn ich bei anderen das sehe, dann denke ich mir auch manchmal so, warum klappt das bei denen so gut? Und dann, aber eigentlich, läuft das bei denen auch so, aber die zeigen das halt einfach nicht. Das würde ich mir wünschen, dass es da mehr so Klarheit gibt, ne? Dass auch andere Leute solche Probleme haben können. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann im Haus hier wird. Ich bin auch gespannt auf die Hochzeit und eventuelle Hochzeitsreise und keine Ahnung. Also es wird alles ganz, ganz wild auf jeden Fall. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig ready, bin ehrlich. Hier sieht man, dass dieser Fernseher da kaputt war. I don't know, ob diese Store-Content-Sachen, dass man die vielleicht nicht vernünftig bekommen. Also dann, die es dann noch hatten, dass
da irgendwie beim Uploaden der Dateien dann was schiefgelaufen ist oder beim Downloaden der Dateien oder generell, dass sie nicht mehr auf offiziellen Wege erhaltbar sind. I don't know, weil die Schere zum Beispiel, die scheint ja zu funktionieren. Aber I don't know. Ansonsten würde ich vielleicht einfach mal alle Stühle oder sowas rausnehmen vom Store-Content und gucken, ob es vielleicht dann daran liegt und ob ich dann vielleicht wieder bei den Stühlen das teilnehmen kann. Aber ja, das würde ich jetzt auch erstmal abwarten tatsächlich. Ich hatte sehr große Probleme bei der Aufnahme übrigens. Also ganz oft hat es richtig viele Frames gedroppt. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wollte euch das dennoch nicht vorenthalten, was ich hier so gemacht habe. Aber teilweise seht ihr einfach nur so irgendwelche Dia-Shows gefühlt. Es tut mir sehr leid. Aber irgendwie ist da was ganz schief gelaufen. Das finde ich auch selber schade. Aber ja, ich zeige euch das im nächsten Part sowieso nochmal kurz. Und wenn ich bis dahin eine Lösung gefunden habe, dann werden wir die Stühle ja sowieso nochmal austauschen. Aber I don't know, vielleicht mache ich das dann auch privat, einfach um es dann auch auszutesten, ob es dann wirklich funktioniert. Nicht, dass es dann in der Aufnahme wieder crasht, because we hate it, wenn das in der Aufnahme passiert. Hatten wir jetzt aber auch schon ein paar Mal, aber das zeigt dann auch einfach, dass Sims 2 auch einfach ein super altes Spiel ist und einfach nicht mehr unbedingt mit allem klarkommt. Also von daher, das ist dann halt einfach so, ne? Ich habe auch ein paar Sachen für den Hund platziert, weil wenn, hätte ich mir gewünscht, dass wir dann uns dann später einen Hund holen und keine Katze, weil Katze hatten wir in dem Pre-Show-Video schon. Und dann dachte ich so, ja, dann holen wir uns einfach einen Hund, weil Raoul wünscht sich auch ein Tier zu holen, also zu adoptieren. Und ja, wie gesagt, fand ich halt Hund eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich jetzt keinen Kraspam oder sowas platziert. Aber ja, das werde ich euch dann noch weiter erzählen, wenn dann der richtige Part kommt, auch wenn das jetzt natürlich erstmal wieder 2,5 Wochen dauert. Aber ja, freut euch dann trotzdem auf die 100 Baby Channel und die Lucky Legacy. Mein Akku ist schon wieder fast leer, deswegen ist das jetzt der Moment, wo ich mich dann bei euch bedanke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bis dahin und tschüss!